Ja, schön, dass ihr wieder hierher gefunden habt auf meinem Kanal Fly Fishing Chronicles. Und heute möchte ich mit euch ein bisschen plaudern über Fliegenrollen. Ich möchte euch so ein paar Einblicke geben, ein paar Tipps und Tricks beim Kauf von Fliegenrollen, auf was ihr da achten solltet. Und ich bin mir ziemlich sicher, am Ende des Tutorials seid ihr richtige Experten in Sachen Fliegenrollen. Fangen wir einmal grundlegend mit dem Material an. Die meisten Fliegenrollen heute werden aus Aluminium gefräst. Aber es gibt nach wie vor noch sogenannte Alugussmodelle, also aus gegossenen Aluminium, Castmodelle sagt man auch dazu. Die sind nicht ganz so stabil, muss man sagen, wie die gefrästen Modelle, sind auch vom Gewicht her ein bisschen schwerer. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, wenn man sie jetzt nicht auf harten Boden runterfallen lässt, dann halten diese Rollen auch Ewigkeiten. Des Weiteren sind diese Alugussmodelle extrem günstig, das heißt, wer jetzt wenig Geld ausgeben kann oder will, für den sind solche Alugussmodelle eine absolut gute Option. Gerade wenn man jetzt auch nicht weiß, ob man beim Fliegenfischen bleibt und deshalb jetzt nicht ein halbes Vermögen ausgeben möchte. Alugussmodelle werden beispielsweise von Orvis angeboten mit dem Modell Clearwater oder von Vision die Rolle Kalu. Lamson hat die Remix S draußen, bietet die auch in einem Set an, sprich, da hat man eine vollwertige Rolle mit Spule und hat dann nochmal zwei Ersatzspulen zusätzlich dazu und das für unter 400 €, und das ist eigentlich ein absolut gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich werde euch unten nochmal alles in der Videobeschreibung eine ganze Liste von diesen Alugussmodellen reinschreiben. Ein wichtiger Faktor beim Erwerb einer Fliegenrolle ist auch das Gewicht, wie ich finde. Also eine Fliegenrolle sollte grundsätzlich erstmal nicht zu schwer sein, sie sollte aber auch nicht zu leicht sein. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Fliegenrolle, die viel zu schwer ist für die Rute. Die Rute liegt dann unglaublich unhandlich in der Hand und alles fühlt sich unglaublich schwer an. So als Faustregel kann man sagen, je kürzer eine Rute ist, desto leichter sollte auch die Rolle sein und je länger die Rute ist, desto schwerer kann eine Rolle sein. Selbiges gilt hierbei auch für die Schnurklassen, das heißt, je leichter die Rute ist, sprich je kleiner die Schnurklasse ist, desto leichter sollte auch die Rolle sein und je höher, je schwerer die Schnurklasse ist, desto größer und schwerer kann natürlich dann auch die Rolle sein. Was man aber auch bedenken muss bei extrem leichten Rollen, ist, dass sie natürlich ja, anfälliger sind für Beschädigung, weil natürlich alles leichter, feiner verarbeitet wurde, alles ist ein bisschen dünnwandiger, filigraner. Und ich hatte durchaus schon Rollen in der Hand von diversen Herstellern, die haben sich angefühlt wie eine Cola-Dose quasi. Und mir war klar, wenn mir die Rolle irgendwann mal runterfällt, gerade auf Asphalt oder dergleichen, dann hast du sofort eine Delle drin, sei es im Rahmen oder in der Spule, und der Angeltrip ist gelaufen. Also ich tendiere dann doch eher zu stabileren Rollen, die vielleicht ein bisschen schwerer sind, kein Thema, aber das nehme ich dann gerne in Kauf. Was ihr allerdings auch bedenken müsst beim Gewicht eurer Rolle, ist der Angelstil, ne, wie ihr fischt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Streamer fische, sei es im See oder im Fluss, und ich mache jetzt über den Tag sehr, sehr viele Würfe, muss viel Wasserfläche absuchen, bin nur am Werfen, dann will ich natürlich keine schwere Rolle fischen, sondern dann nehme ich halt eine Rolle, die ein bisschen vom Gewicht her leichter gebaut ist. Wenn ich jetzt natürlich auf Karpfen fische beispielsweise und ich spotte die Fische und werfe sie gezielt an, das heißt, ich bin nicht nur am Rumwedeln, dann kann ich natürlich durchaus auch schwerere Rollen benutzen. Wo ich allerdings auch wieder leichtere Rollen benutzen würde, wäre jetzt zum Beispiel beim Euronymphing. Ich habe jetzt hier keine spezielle Euronymphing-Rolle, aber da hält man die Rute ja auch immer die ganze Zeit oben, um die Schnur aus dem Wasser zu halten. Da will ich dann natürlich auch eine extrem leichte Rolle dran haben, ne? Dann gibt es bei den Rollen noch verschiedene Rahmen. Es gibt offene Rahmen. Die meisten Rollen haben offene Rahmen, wie hier zum Beispiel. Hier seht ihr, der Rahmen ist offen, ja. Und dann gibt es natürlich noch Rollen, die haben quasi so ein Cage, so einen Rahmen. Das haben zum Beispiel Rollen, die man für Spayfischen nimmt, damit die dünne Running Line sich nicht zwischen der Spule und den Rahmen festklemmen kann. Euronymphing Rollen spezielle haben auch einen Rahmen, einfach damit sich die dünne Euronymphing-Schnur oder vielleicht auch sogar nur das Vorfach, was man benutzt, auch nicht zwischen Rahmen und Spule festklemmen kann. Aber die meisten Rollen, die haben ganz normal einen offenen Rahmen. Was man beim Kauf auch unbedingt beachten sollte, ist der Durchmesser der Spule, der sogenannte Aber. Diese klassischen Rollen, wie diese Hardy-Rolle, hat quasi einen kleinen Spulkern, ganz traditionell, hat halt den Nachteil, dass man einen geringen Schnureinzug hat, ne? Weil der Durchmesser halt so klein ist und dass die Schnur, weil die halt in engen Klängen aufgewickelt ist, oftmals kringelt und das führt manchmal ein bisschen so zum Verhätterung oder zum Schnurtwist. Das ist halt der Nachteil an solchen traditionellen Rollen.
rollen. Deshalb ist es wichtig, dass man immer genügend Backing unterfüttert, um den Aber quasi, den Spulendurchmesser, den Kern der Spule ein bisschen größer zu machen. Und dann bekommt man einen höheren Schnureinzug, wenn man halt die Schnur beim kampfstarken Fisch irgendwie schnell aufwickeln muss. Und die Schnur kringelt dann halt weniger. Dann gibt es Rollen wie diese Tibor, die hat dann so ein Mit-Aber. Man sieht schon, hier ist jetzt der Durchmesser, der Innendurchmesser schon deutlich größer. Das ermöglicht einfach ein schnelleres Schnuraufnehmen und die Schnur, die kringelt nicht so stark. Aber was heute Standard ist, das ist der Large-Aber. Man sieht jetzt hier schon, ne, großer Spulendurchmesser, weiter Spulenkern. Und das ermöglicht natürlich, wie man sich vorstellen kann, eine schnellere Schnuraufnahme. Die Schnur ist in größeren Klängen aufgewickelt und dadurch gibt es halt einen viel geringeren Schnurtwist und das erleichtert einen das Werfen und man bekommt nicht so eine Schnur, die sich öfters mal so verdreht und verheddert. Von daher kann ich euch eigentlich nur empfehlen, gerade am Anfang holt euch auf jeden Fall eine Rolle mit einem Large-Aber. Das ist einfach am praktikabelsten und hat sich nicht umsonst durchgesetzt. Bei der Spule achte ich nicht nur darauf, dass sie einen Large-Aber hat in der Regel, sondern dass die Spule relativ schmal ist. Warum? Dadurch, dass die Spule schmal ist, also nicht so breit ist, ist es einfacher, die Schnur schnell aufzuwickeln. Wenn man jetzt einen großen Fisch dran hat und man will den jetzt mit der Bremse drillen, dann muss man nicht die Schnur erst verlegen. Das ist zum Beispiel bei der Rolle hier, ich halte es mal bei der rechten, sieht man, ist sie deutlich breiter. Und wenn ich da jetzt viel Schnur aufwickle, zum Beispiel beim Karpfenangeln, da muss ich die Schnur immer schon noch per Hand quasi verlegen. Das muss ich jetzt hier bei der mit der schmalen Spule nicht mehr machen. Von daher optimal ist es natürlich Large Aber und schmale Spule. Das muss ich ganz klar sagen. Sieht nicht nur ästhetischer aus, sondern in der Praxis hat sich das auch absolut bewährt. Worauf ich beim Rollenkauf auch achte, was die Spule angeht, ist, was sie für ein Spiel hat. Ich nehme dafür die Rolle in der Hand, halte sie am Gehäuse quasi fest und greife sie mit der anderen Hand an der Spule und wackle so ein bisschen hin und her und schaue, was sie für ein Spiel hat oder ob sie Spiel hat. Ein bisschen Spiel ist okay, aber es dürfte nicht zu viel Spiel haben. Also ein bisschen wackeln ist okay, gerade wenn man jetzt Rollen benutzt wie hier, wo man die Spule einfach nur so dran drückt. Da ist immer ein bisschen Spiel vorhanden, das muss ich schon sagen. Bei solchen Rollen, wo man quasi die Spule, man sieht es vielleicht, wirklich dran schraubt mit dem Knob, da hat man dann natürlich viel weniger Spiel in der Regel. Wo man natürlich auch viel Spiel hat, sind natürlich bei Rollen der Leichtbauweise, also die extrem leicht sind. Also ich hatte da schon Rollen in der Hand, namhafter Hersteller, wo ich mir gesagt habe, boah, es war schön leicht und alles, aber die hatten so viel Spiel, wo ich mir gesagt habe, nee, also das ist irgendwie, verstößt irgendwie gegen meine Prinzipien der Haltbarkeit. Deshalb überprüft immer das Spiel der Spule. Wie gesagt, wenn hier so ein Druckknopf dran ist, dann ist das Spiel naturbedingt immer ein bisschen vorhanden. Ja, ein bisschen Spiel ist auch okay, aber es dürfte nicht zu viel sein. Überprüft das auf jeden Fall beim Rollenkauf. Dann gibt es ein paar wenige Rollen, die haben quasi so eine Freespool-Funktion, ne? Also wenn ich jetzt diesen mache, dann dreht sich die Spule, ist natürlich lautlos, aber das ist kann eine praktikable Funktion sein, gerade wenn es darum geht, schnell Leerschnur, ihr habt jetzt einen Streamer eingeholt, ihr habt jetzt viel leere Schnur vor euch liegen, ihr habt jetzt eine große Regenbogenforelle 60 plus, die abmarschiert und ihr wollt jetzt unbedingt auf eure Bremse packen, dann ist das eine gute Technik, um möglichst viel Schnur möglichst schnell wieder auf die Rolle zu packen, indem ihr einfach mit der Hand hier so dagegen stößt und dann könnt ihr ganz schnell die leere Schnur auf die Rolle drauf packen, sodass ihr den Fisch dann schnell über die Bremse drillen könnt. Ist auf jeden Fall schneller und effektiver, als wenn ihr mühselig die Schnur jetzt aufkurbeln müsst. Geht so viel schneller. Worauf man vielleicht auch achten sollte, ist der Rollenfuß, wie der Rollenfuß quasi montiert ist. Es gibt zwei Bauweisen. Einmal wie hier bei dieser Tibor, dass der Rollenfuß verschraubt ist, quasi an das Gehäuse dran. Ist bei den meisten Herstellern so. Es gibt aber auch tatsächlich die Bauweise, wo der Rollenfuß mit dem Gehäuse ein Stück ist, also dass ein Stück gefräst ist. Ich glaube, bei den Hedge-Rollen ist das der Fall. Hat dann allerdings den Nachteil, wenn euch so eine Rolle runterfällt und der Rollenfuß verbiegt sich, dann muss gleich das wirklich
das ganze Gehäuse ausgetauscht werden, vielleicht sogar auch noch mit dem Bremssystem, und das wird ein ziemlich teurer Spaß, glaube ich. Wenn der Rollenfuß einfach nur verschraubt ist, dann wird der defekte Rollenfuß einfach abmontiert, ein neuer wird dran geschraubt und die Sache ist geritzt. Also das finde ich so ein wichtiges, kleines Detail, muss ich sagen. Also bei mir sind alle Rollenfüße verschraubt bei den Rollen, die ich habe. Eine Sache, auf die ich auch noch achte bei Fliegenrollen, das ist der Griff. Ist ein kleines, aber feines Detail. Ich achte darauf, dass er erstmal nicht aus Metall ist, denn ist klar, in der kalten Jahreszeit fällt sich Metall äußerst unangenehm an, weil es dann halt sehr kalt ist, der Griff. Ne? Ich achte auch darauf, dass er quasi so getapert ist, dass das dicke Ende außen ist, sodass ich einen ordentlichen Griff habe zum Kurbeln. Das spielt jetzt vielleicht beim Fliegenfischen auf kleine Eschen oder Bachforellen eine untergeordnete Rolle. Allerdings jetzt zum Beispiel beim Karpfenfischen, da bin ich oftmals ordentlich am Kurbeln und da bin ich schon froh, wenn ich einen ordentlichen Griff dran habe. Ne? Auch wenn ich jetzt irgendwie eine Akro-Regenbogenforelle habe, die jetzt abmarschiert, ja, so ein 60 cm Vieh, und ich habe jetzt viel Leerschnur draußen, dann will ich einen anständigen Griff haben, dass ich diese leere Schnur schnell auf die Rolle draufpacken kann, sodass ich den Fisch dann über die Bremse drillen kann. Also für mich ist das schon ein wichtiges Detail. Kommen wir jetzt zu den Bremstypen bei den Fliegenrollen. Ich fange an mit der Click-Check-Bremse, oder man sagt auch Click-and-Palm-Bremse, wie bei dieser Hardy hier. Ist eigentlich nicht wirklich eine richtige, ernstzunehmende Bremse. Da ist einfach ein Klicker eingebaut. Man hat hier ein kleines Einstellrad, wo man über eine Feder so ein bisschen den Bremsdruck erhöhen kann. Allerdings richtiger Bremsdruck wird da auch nicht aufgebaut. Und oftmals muss man auch mit der Hand extra abbremsen. Vorteil von den Rollen: die sind sehr leicht, weil jetzt hier kein großes Bremssystem verbaut worden ist. Es ist halt wirklich nur ein Klicker drin und eine Feder. Dadurch, dass sie halt so leicht sind, sind die prädestiniert für leichtere Schnurklassen. Wenn ich jetzt so am Bach fische mit Schnurklasse 2, Schnurklasse 3, Schnurklasse 4, dann kann man durchaus so eine leichte Rolle nehmen. Die balancieren diese leichten und auch oftmals kurzen Routen perfekt aus. Dann gibt es die gekapselten Bremssysteme. Das sind Bremssysteme quasi, man sieht das hier, die in so einem Gehäuse sind und die damit wasserdicht verpackt sind quasi. Die sind durch das Gehäuse auch geschützt durch Dreck, Schmutz, Sand, Schlamm, all solche Sachen, die quasi der Bremse irgendwie schädigen könnten. Hat allerdings auch einen enormen Nachteil, wie ich finde. Denn diese gekapselten Bremssysteme können auch undicht werden. Und dann kann natürlich der Wasser eindringen, man kriegt das selber gar nicht mit, dann korrodiert das da drin im Gehäuse und man bekommt das erst dann mit, wenn man natürlich den Fisch des Lebens gehakt hat, wie soll es auch anders sein, und das Bremssystem dann plötzlich versagt und man denkt sich, ja, was ist denn jetzt los, wieso bremst jetzt die Bremse jetzt nicht mehr, ne? Also das ist so ein Nachteil durchaus von so einem gekapselten Bremssystem. Und wenn dieses gekapselte Bremssystem quasi defekt ist, dann kann man es nicht selber reparieren. Das heißt, man muss es zum Händler bzw. zum Hersteller einschicken. Es muss ausgetauscht werden. Das kann durchaus ein langer Prozess werden mit langen Wartezeiten und wird definitiv eine teure Geschichte. Also so ein gekapseltes Bremssystem hat nicht nur Vorteile, sondern durchaus auch Nachteile. Das dritte Bremssystem, was es gibt, das ist das ungekapselte Bremssystem. Und das ist zum Beispiel hier bei meiner Tibor Everglade verbaut. Nachteil, ungekapselt sagt schon, das Bremssystem ist nicht im Gehäuse und ist dafür oder kann dafür anfälliger für Schmutz sein, für Sand sein, für Dreck, Schlamm sein und kann dadurch natürlich Schaden nehmen. Vorteil allerdings von so einem ungekapselten Bremssystem ist, dass nichts korrodieren kann, weil es ist ja eh offen und es kann nicht quasi undicht werden, weil es ist ja ohnehin schon undicht und das Wasser kann natürlich ablaufen, es kann trocknen. Und wenn ich diese Rolle auseinandernehme und ich brauche dafür nur ein 2-Cent-Stück, ja, mache ich gleich mal auseinander, um euch das Innenleben zu zeigen, dann kann ich diese Bremse selbstständig warten und auch reparieren, wenn ich die Ersatzteile habe. Also nur, um euch das zu zeigen. Ich habe hier ein 2-Cent-Stück, hier ist die Schraube. Damit kann ich die Schraube lösen und ich nehme jetzt mal die Rolle kurz auseinander. Ja, und hier seht ihr jetzt quasi das Innenleben von dieser Bremse. Hier seht ihr die Korkbremsscheibe, die Klicker, und ich könnte jetzt ohne Probleme alles reparieren. Und ich muss sagen, mir ist das sehr sympathisch, weil ich halt in der Lage bin, die Teile ziemlich schnell und einfach selber auszutauschen. Das macht die Rolle für mich irgendwie langlebiger, robuster, und
wenn ihr jetzt die Rolle jetzt nicht irgendwie in den Sand reinschmeißt oder in eine Flammenpfütze, dann kommt da auch kein Dreck rein. Also dieses Argument, dass da jetzt irgendwie was eindringen kann, das zählt für mich nicht. Denn gekapselt oder nicht gekapselt, ich wollte nie eine nasse Fliegenrolle jetzt in feinen Karibiksand ablegen oder dergleichen. Von daher bin ich eigentlich ein absoluter Fan von nicht gekapselten Bremssystemen, weil sie halt robuster sind, man kann die selbstständig reparieren. Und wenn irgendwas kaputt ist, dann sieht man das gleich mit einem Blick und nicht erst später, irgendwie ein halbes Jahr später, wenn ich beim Angeln bin und das Bremssystem im gekapselten Gehäuse ist irgendwie verrottet und die Rolle ist kaputt und der Angeltrip ist gelaufen. Jetzt liegen allerdings nicht alle ungekapselten Bremssysteme so offen wie bei der Tibor. Hier halte ich gerade meine Galvan Torque in der Hand und man könnte jetzt meinen, das ist ein gekapseltes Bremssystem, ist allerdings kein gekapseltes Bremssystem. Also deshalb, ihr müsst euch vorher erkundigen. Auch hier bei meiner alten Shimano Biocraft XT, das Bremssystem ist auch nicht gekapselt, allerdings die Rolle ist seit 20 Jahren bei mir im Besitz und funktioniert absolut tadellos, wurde noch nicht ein einziges Mal gewartet. Also es muss nicht immer unbedingt ein gekapseltes, teures Bremssystem sein. Aber einen entscheidenden Nachteil gibt es, wenn das ganze Bremssystem nicht gekapselt ist und gerade so offen liegt wie an dieser Rolle hier gerade. Nämlich, wenn ihr im Winter angelt, auch gerade so auf Huchen oder auf Hecht und es wird nass drin, dann kann das natürlich vereisen und da würde ich definitiv dann zu einer Rolle greifen mit einem gekapselten Bremssystem. Ja, die meisten Rollen, die haben ja heute Bremsscheiben aus Teflon. Ich muss sagen, obwohl ich erst skeptisch war, ich mag solche Bremsscheiben aus Kork sehr gerne, weil sie extrem sanft sind beim Abbremsen. Also das ist auch hier bei der Tibor und ich glaube auch hier bei der Nautilus CCF. Das ist so ein Carbon-Kork-Bremsscheiben sind da verbaut, so ein Verbund ist das irgendwie. Also richtig weiß ich auch nicht, aber das ist auf jeden Fall Kork drin. Und ich muss sagen, das sind alles die Rollen mit den besten Bremsen. Also Kork ist auch extrem haltbar, da war ich wie gesagt erst skeptisch, aber ist meine Standard-Karpfen-Rolle und ist die Rolle mit der meisten Drill-Erfahrung, sage ich mal. Grundsätzlich kann man sagen, dass es heutzutage eigentlich auf dem Markt kaum noch Rollen gibt mit schlechten Bremsen. Also man muss schon lange suchen, um eine Rolle zu finden mit einer richtig schlechten Bremse. Also wenn ihr euch eine Rolle kauft von irgendeinem namhaften Hersteller, auch ein günstigeres Modell, dann kann man eigentlich sicher sein, dass die Bremsen, die da verbaut wurden, absolut brauchbar sind. Worauf man dennoch achten muss, ist die Anlaufgeschwindigkeit der Spule beim Schnurabzug. Die Bremse sollte ziemlich schnell anspringen. Im Englischen spricht man von Startup Inertia, das ist also so die Anlaufverzögerung, die sollte ziemlich gering sein. Das heißt, also schon beim geringen Zug sollte die Bremse sofort arbeiten, sollte nicht erst haken und dann erst Schnur geben, sondern sollte gleich Schnur geben. Darauf sollten wir vielleicht achten. Also wenn ihr im Shop seid, stellt die Bremse mal ein bisschen fester, dreht und wenn sie gleichmäßig fein sich zurückdrehen lässt, dann weiß man, ah, okay, gut, die Bremse ist sicherlich brauchbar. Worauf ich bei den Bremsen auch noch achte, das ist das Einstellrad. Das sollte zum einen erstmal griffig sein, wie zum Beispiel jetzt hier bei der Nautilus, kann man schon sehen. Schönes, großes, griffiges Rad. Das ist so ein kleines Detail, aber ich achte da trotzdem drauf. Ich mag das nicht, wenn es so ein kleines Puppelrädchen ist. Und ich mag das auch, wenn so ein Klicker verbaut sind. Das gibt so nochmal so ein Feedback, wie man die Bremse einstellt. Also ich achte darauf, dass das Einstellrad entsprechend griffig ist. Aber auch ganz wichtig, wie viele Umdrehungen man machen muss, um eine gewisse Bremskraft zu erreichen. Bei den niedrigeren Schnurklassen, so Schnurklasse 2, 3, 4, 5, 6, wo ich durchaus auch mit kleinen Nymphen fische, das heißt kleine Haken, die können leicht aufbiegen, dünne Vorfächer, da möchte ich eine Bremse haben, die sich sehr fein justieren lässt, angepasst halt an die feinen Vorfächer. Das heißt, ich möchte hier eine Bremseinstellung haben, wo sich das Rad durchaus ja, dreimal drehen lässt, um halt entsprechend die Bremse fein anzupassen an das Vorfach. Da möchte ich kein Bremsrad haben, was ich nur, was weiß ich, nur eine halbe Umdrehung mitmacht oder nur eine Umdrehung. Das würde bedeuten, dass ich die Bremse nicht so fein einstellen kann. Also achtet darauf, wenn ihr jetzt euch eine Rolle kauft für Schnurklasse 6, 5, 4, 3, 2, 1, also für das leichte Fischen mit dünnen Vorfächern, dass sich die Bremse schön fein einstellen lässt. Fische ich jetzt allerdings auf kampfstarke Fische, dann möchte ich keine Bremse haben, beziehungsweise Einstellrad haben,
was ich ewig drehen muss, um dann einen entsprechenden Bremsdruck aufzubauen, sondern da möchte ich durchaus nur eine halbe Umdrehung machen, ja, so zack, und dann möchte ich schon ordentlich Druck aufbauen. Da geht es manchmal um Sekunden, gerade wenn so ein Karpfen abballert Richtung Unterholz, da will ich zack, ganz schnell reagieren können, Bremse ist eingestellt, fertig und nicht erst ewig und 3 Tage rumdrehen. Also bei kampfstarken Fischen, wie gesagt, da achte ich darauf, dass ich zack, schnell Bremsdruck aufbaue. Wenn ich jetzt mit Vorfächer fische, 0,14er, 0,16er, dann möchte ich das ein bisschen feiner einstellen können, ganz klar. Generell möchte ich euch nochmal dazu ermutigen, die Bremse auch zu benutzen. Die ist ja nicht umsonst da. Ihr habt dafür bezahlt und wie ich schon sagte, selbst bei den günstigeren Modellen sind durchaus respektable Bremsen verbaut worden. Nutzt sie auch. Auch heute hört man immer wieder, gerade von älteren Fliegenfischern, die sagen, ah, Bremse braucht man nicht, das ist Quatsch, der Fisch wird einfach eingestrippt, die Rolle dient nur dazu, die Schnur zu halten. Die Sichtweise ist meiner Meinung nach längst überholt. Denn das Fliegenfischen, das hat sich weiterentwickelt, das Fliegenfischen hat sich verändert. Heutzutage angelt man nicht nur auf kleine 30 cm Bachforellen und kleine Eschen, sondern man angelt auch auf Karpfen, man angelt im Salzwasser, man angelt auf Hecht, auf Rapfen. Die Besatzmaßnahmen haben sich auch geändert im Vergleich zu früher. Heutzutage werden halt mal 60er, 70er Regenbogenforellen besetzt oder auch große Bachforellen besetzt und die kämpfen natürlich auch viel, viel stärker wie jetzt eine 20er, 25er Bachforelle, die du einfach nur so einstrippen kannst. Also die gehen schon ab und dann ist man schon froh, wenn man eine anständige Bremse hat. Also wirklich nutzt eure Bremsen. Man sieht ja immer wieder so in Videos, wie Fliegenfischer kampfstarke Fische dran haben und die Schnur eingestrüppt haben und aus irgendeinem Grund die Schnur einfach nicht auf die Rolle packen, sodass sie die Bremse benutzen können. Und dann lassen sie die Schnur immer so durch die Hand flutschen und das dann so ganz abgehacktes Abbremsen. Wäre das eine stationäre Rolle, würde jeder sagen, ey, Dicker, was ist das für eine Bremse? Kauf dir mal eine neue Rolle. Ja, die Bremse ist ja grottenschlecht. Aber beim Fliegenfischen irgendwie ist das wieder beim vielen okay. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Das heißt, wenn immer ich eine Chance habe, packe ich die leere Schnur, die irgendwo rumliegt, die sich irgendwo verheddern kann, festsetzen kann. Ich versuche sie, wenn ich die Chance dazu habe, immer auf die Rolle zu packen. Weil je mehr Schnur draußen ist, desto mehr Komplikationen können entstehen. Und wenn ich die Rolle hier wenn ich die Schnur auf der Rolle drauf habe, dann kann ich das Bremssystem benutzen und das ist dann quasi drillen wie mit einer Stationärrolle. Die Fluchten werden schön seitenweich abgefedert und man landet definitiv mehr Fisch. Was ich persönlich auch immer wichtig finde bei einer Fliegenrolle, das ist der Sound, sei es beim Einkurbeln oder beim Schnurabzug. Beim Einkurbeln ist das jetzt nicht so wichtig, da kann von mir aus auch eine Rolle lautlos sein, habe ich kein Problem mit. Aber beim Schnurabzug, da will ich Sound haben, weil wenn ich jetzt einen großen Fisch habe und der zieht jetzt wirklich ab und geht in die Rolle rein, dann ist es natürlich erstmal geil, den Sound zu haben. Gibt mir aber auch gleichzeitig ein akustisches Feedback, ob ich die Bremse zu stark oder zu schwach eingestellt habe. Was man mit seinen Rollen auch machen kann, das ist das sogenannte Upsizing. Was meine ich damit? Upsizing sagt nichts weiteres, als dass ich eine Rolle, wie zum Beispiel jetzt hier die Nautilus X, die ist jetzt für Schnurklasse 6 und 7 konzipiert, dass ich die ohne weiteres auch an der Schnurklasse 5 fischen kann. Warum? Weil sie einfach Leichtbau ist. Und vom Gewicht her kann ich die ohne Probleme an Schnurklasse 5 fischen. Habe dann natürlich den Vorteil, dass ich dann halt quasi den großen Spulendurchmesser habe von einer größeren Rolle. Ich habe mehr Schnurfassung. Die Schnur ist in nochmal größeren Klängen aufgespult. Das heißt, ich habe dann noch weniger Memory-Effekt. Es hat also nur Vorteile. Und ein Verfechter dieses Upsizing ist Kelly Gallup. Wer ihn nicht kennt, das ist so der Godfather of Streamer Fishing. Der macht das sehr gerne, dass er größere Rollen an leichtere Routen dran macht. Aber wie gesagt, die Balance muss natürlich gegeben sein. Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist E-Spule, Ersatzspule, ja oder nein. Ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. Ich schaue da knallhart nach dem Preis. Manchmal lohnt es sich, man kauft sich eine Ersatzspule. Allerdings sind die Preise manchmal so unverschämt hoch für diese Ersatzspulen, dass es sich gar nicht lohnt. Da packe ich lieber nochmal 100 € drauf und kaufe mir quasi eine zweite Rolle. Und wenn ich dann eine zweite Rolle habe, dann ist der Weg zu einer zweiten Route auch nicht mehr fern. Und wenn ich dann beispielsweise bei meiner ersten Rolle, die habe ich an meiner 6er
Rute dran, habe mir jetzt die zweite Rolle gekauft mit einer anderen Schnur drauf. Kaufe ich mir irgendwann mal noch eine zweite 6er Rute, wenn es sich ergibt. Und dann habe ich gleich zwei 6er Setups und dann kann ich zum Beispiel so machen, dass ich auf der einen Kombo quasi Intermediate-Schnur drauf habe, um flach zu fischen, und auf der zweiten Kombo eine Sink-5-Schnur, um tief zu fischen. So habe ich mir dann quasi zwei Setups aufgebaut, weil oftmals lohnt es sich nicht, eine Ersatzspule zu holen, und man kauft sich am besten gleich eine zweite vollwertige Rolle. Wann nehme ich jetzt also welchen Rollentyp? Beim Streamerfischen möchte ich eine Rolle haben, die erstmal leicht ist, weil ist klar, beim Streamerfischen, ich mache viele Leerwürfe, ich suche den Fisch, das ist ermüdend, deshalb will ich eine leichte Rolle haben. Ich will eine Rolle haben mit einem Large Arbor, dadurch fällt erstmal der Memory-Effekt bei den Schnüren geringer aus, gerade wenn ich jetzt wie hier eine Tungstenschnur habe, die haben, sind besonders anfällig für Schnurtwist, und der Large Arbor wirkt halt dem entgegen. Zudem, der Large Arbor erlaubt mir halt eine schnelle Schnuraufnahme, wenn ich jetzt doch mal einen großen Fisch habe, der ja durchaus beim Streamerfischen mal beißen kann. Man stellt sich vor, große Regenbogenforelle, schießt mit der Strömung ab, viel Leerschnur draußen vom Einstrippen. Mit dem Large Arbor kann ich die schnell wie aufnehmen, um den Fisch dann über die Bremse drillen zu können. Wenn ich jetzt klassisch mit Nymphen fische oder mit Trockenfliegen fische, dann will ich eine Bremse haben, die sich fein einstellen lässt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, sodass ich halt mit feinen Vorfächern fischen kann. Ich will Large Arbor haben. Vorteile sind bekannt: schnelle Schnuraufnahme, geringer Memory-Effekt. Das Gewicht hingegen ist mir dabei nicht so wichtig, weil ich jetzt nicht den ganzen Tag wie beim Streamerfischen rumwedle. Oftmals werfe ich die Fische beim Trockenfliegenfischen auch auf Sicht an. Und das Fischen mit der Nymphe ist jetzt nicht so anstrengend, weil man mehr kurze Würfe macht. Beim Streamerfischen muss man ja oftmals auch Distanzwürfe machen, um viel Wasserfläche abzusuchen. Deshalb ist mir das Gewicht bei den Rollen jetzt, wenn es ums Trockenfliegen und Nymphenfischen geht, jetzt nicht so wichtig. Also da kann die Rolle durchaus ein bisschen schwerer ausfallen und ist dadurch vielleicht auch ein bisschen stabiler. Wenn ich jetzt auf kampfstarke Fische angle, da ist mir natürlich eine sehr gute Bremse wichtig. Die muss auf jeden Fall ruckfrei Schnur geben, muss natürlich auch einen geilen Bremssound haben. Das ist mir schon wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Großkarpfen gehakt habe und der marschiert ab, dann möchte ich das auch hören quasi. Mir ist wichtig, dass ich die Bremse sehr schnell, der Reaktion schnell einstellen kann, nicht ewig drehen muss, sondern gleich zack, Viertelumdrehung und die Bremswirkung ist da. Das ist mir besonders wichtig. Ein Griff, richtiger Griff ist mir natürlich auch wichtig, weil so ein Drill von so einem Großfisch, sei es jetzt ein großer Karpfen, sei es ein großer Hecht, das ist halt wirklich richtiges Drillen. Deshalb, da ist mir ein Griff auf jeden Fall wichtig. Was mir jetzt beim Fliegenfischen auf Karpfen jetzt nicht so wichtig ist, das ist das Gewicht der Rolle. Da ich jetzt nicht Blindwürfe mache, sondern ich suche ja aktiv die Karpfen, und da ist mir das Gewicht eigentlich völlig egal, weil ich nehme dann erst, wenn ich die Karpfen gespottet habe, die Rute in der Hand und mache dann einen präzisen Wurf, ne? Und dann war es das auch. Wenn ich jetzt auf Döbel fische beispielsweise mit Foambugs, das ist auch Sichtangeln. Das heißt, ich suche die Fische, ich sehe die Fische, und wenn ich sie gefunden habe, erst dann werfe ich sie aktiv an. Also ich mache da weniger Blindwürfe. Von daher ist das Gewicht einer Rolle eigentlich zu vernachlässigen. Bei allen Kriterien, die ich angesprochen habe und die man natürlich auch durchaus beachten sollte beim Kauf einer Fliegenrolle, so muss man eine Sache auch beachten, und das ist, dass man das fischt, was Spaß macht. Und das ist nicht immer unbedingt die Rolle, die die beste Performance bietet, ja, die am sinnigsten ist. Es muss einfach Spaß machen, und das sind bei mir zum Beispiel diese Click-Shack-Rollen. Und wo ich solche Click-Shack-Rollen fische, das ist an meinen Trout-Spear-Routen. Ich finde, sie passen nicht nur optisch sehr gut an diesen Routen, sondern sie machen halt auch extrem viel Spaß zu fischen. Gerade wenn man einen Fisch damit drillt, das ist unglaublich, unglaublich geil, muss ich sagen, wenn die so abziehen. Also es macht unglaublich viel Spaß. Mir ist schon klar, dass ich natürlich mit einer modernen Rolle, mit Large Arbor, einem guten Bremssystem, eine bessere Performance hätte, ja, und vielleicht sogar auch den einen oder anderen Fisch mehr landen würde. Aber es macht mir einfach mehr Spaß in so einer Click-Shack-Rolle, muss ich ganz klar sagen. Mich begeistert auch so die Einfachheit der Technik, denn diese Klicker hier drin, das ist nicht nur einfach so Geräuschhinterlegung, sage ich mal, sondern die haben halt auch eine Funktion. Ja, das ist die eigentliche Bremse an dieser Rolle. Und so eine Click-Shack-Rolle ist so ein bisschen wie so ein Oldtimer, den man ausfährt. Und gegen, ja, entgegen aller Vernunft, aber die machen einfach mehr Spaß. Aber letzten Endes kann man schon sagen, dass es nicht die perfekte Rolle gibt. Es gibt so ein paar
Rollen, die sind nah dran, perfekt zu sein, aber man muss immer den einen oder anderen Kompromiss eingehen. Zum Beispiel hier meine Tibor. Die Tibor ist eine meiner Lieblingsrollen. Sie hat ein fantastisches Bremssystem, wenn nicht sogar das beste Bremssystem. Sie ist einfach, ich kann sie einfach zerlegen, ich kann sie warten ohne Probleme, ich kann sie auch selber instand setzen. Nachteil an der Rolle ist, sie ist halt ein Mit-Aber. Und gerade wenn ich jetzt auf Karpfen fische und ich habe Schnur draußen, dann brauche ich natürlich länger, um Leerschnur aufzunehmen. Das ist mir schon klar. Aber man kann sich natürlich, ich weiß ja, dass ich diese Rolle fische, darauf einstellen. Deshalb, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dieser Rolle jetzt auf Karpfen fische, dann versuche ich immer so wenig Leerschnur wie möglich erstmal draußen zu haben. Und wenn dann doch welche draußen ist und ich muss die jetzt aufkurbeln, wenn sie mir jetzt nicht der Karpfen ohnehin schon wegzieht, dann weiß ich das ja und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt schneller kurbeln und dann habe ich diesen kleineren Spulendurchmesser dadurch wieder ausgeglichen. Also man kann sich durchaus auf seine Rolle oder auf sein Gerät allgemein einstellen und entsprechend reagieren. Auch hier meine Galvin Torque T8, mehr Mit-Aber würde ich sagen. Die Spule ist recht breit, sodass, wenn ich die Schnur aufkurbeln muss im Eifer des Gefechts, muss ich daran denken, dass ich sie halt auch mit dem Finger auf der breiten Spule verlege, damit sich das nicht auf der einen Seite aufbaut und dann irgendwie blockiert. Das ist halt so ein Nachteil. Aber das weiß ich, darauf stelle ich mich ein entsprechend. Allerdings ist das wieder eine Rolle, die halt extrem robust ist, die einfach gebaut ist, super Bremssystem hat und das macht den Mangel quasi wieder wett. Also das meine ich damit. Man muss immer ein bisschen Kompromisse eingehen. Die absolut perfekte Rolle wird es nicht geben. Aber es gibt natürlich immer so ein paar Punkte, die kann man schon beachten beim Rollenkauf. Unten in der Videobeschreibung mache ich nochmal so eine Zusammenfassung, stichpunktartig. Da könnt ihr nochmal alles so durchlesen, alle Punkte, auf die man achten sollte beim Rollenkauf, so eine richtige Checkliste. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in den Kommentaren rein. Auch wenn ihr Ergänzungen noch habt, gerne, schreibt es gerne unten rein. Lasst ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben. Das hilft meinem kleinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und euch viel Petri am Wasser. Macht's gut. Tschüss. Und noch ein Bonustipp für alle, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Hier an den Rollen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe so sogenannte Line Stopper dran von Active aus Japan. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das verhindert einfach, dass sich das Vorfach unter die Schnur wickelt und oftmals muss man dann beim Montieren suchen, ja, wo ist jetzt das Vorfahren, das ist ein bisschen nervig und wenn ihr aber so einen Line-Stopper dran macht, dann könnt ihr das verhindern.